Herzlich willkommen zurück bei Anno 1701 in der History Edition. Wir machen uns einen Spaß daraus und bauen nochmal ein paar Häuser. Nee, wir hoffen jetzt endlich mal darauf, dass wir hier die tiefe Lehmgrube erforscht kriegen, dass wir die mal aufpimpen können, dass wir mal wieder an Lampenöl. An Lampenöl, genau. Aus der Lehmgrube kriegen wir Lampenöl und das deswegen machen wir das. Verzeiht, meine Warenauswahl ist bescheiden. Das ist traurig. So. Vielleicht funktioniert das Ganze jetzt ja ein bisschen besser, wenn wir... Wobei, jetzt habe ich es falsch gemacht. Egal, machen wir es so rum. Hier, von da nach da. Einladen. Werkzeug und Waffen. Und das hier natürlich ausladen. Und dann geht's los. Das hier möchte ich gerne auch mal umbenennen, diese Stadt. Die muss, wieso kann, muss ich das hier oben machen? Ich kann die nicht umbenennen, oder wie, oder wo, oder was? Wer hat sich denn das ausgedacht? Oh, Änderung des Stadtnamens nicht möglich. Dead ist die 4. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Eine Ware wird knapp. Dann weiß ich Bescheid. Warenvorrat geht zur Neige. Sehe ich nicht. Ist alles da. Ich brauche unbedingt Marmor, um die Reparatur fortzusetzen. Habe ich gehört. Wir machen Plus, das ist schon mal viel wert, finde ich. Dun, da, da, da. So, ja, wir warten eigentlich nur darauf, dass hier die Forschung fertig ist. Die ist in 10 Sekunden durch. 3, 2, 1, meins. Erforschung eines neuen Gebäudes abgeschlossen. Ich brauche dafür Ziegel. That do not make very sense. Wohin geht es? Ja, doch, irgendwie schon, aber nein, das ergibt keinen Sinn. Nein. Mm-mm. Ich möchte nicht, dass das Sinn ergibt. So. Wir können los. Dann nimmst du dir ja nochmal 10 Tonnen mit. Jetzt müssen wir es halt auf eine etwas unkonventionelle Art erledigen hier alles. Okay, wir haben dick Money. Das ist sehr schön, da freue ich mich. Wir können los. Richtig dick Zaster haben wir. Dann können wir jetzt auch wieder ordentlich Miese machen. Wie hört sich das an? Ein Betrieb findet keine Rohstoffe mehr. Das ist ja doof. Hol doch bitte nochmal das Eisenerz ab, was da noch drin rumliegt. Bitte liefere mir ein wenig Marmor für den Leuchtturm. So, perfekt, dankeschön. Hier hinten haben wir noch mehr Eisenerz. Ja, gut. Also das mit dem Eisenerz, das sollte reichen. Eine Ware. Ja, nee, wir haben aktuell noch genug. Da brauchen wir nichts. Tabak wird knapp. Ja, sehe ich irgendwann vielleicht in weiter Ferne dieses Problem, aber jetzt aktuell einfach mal noch gar nicht. Jetzt brauchen wir erstmal mehr Bürger in unserer Stadt. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht ein bisschen mehr Tabak für die Jungs ranholen können. So.
Ihr müsst natürlich jetzt auch glücklich sein. Was kosten das? Drei Ziegel. Drei Ziegel, ein Werkzeug, ein Holz. Na gut. Neue Gebäude stehen zum Bau bereit. Neue Gebäude stehen zum Bau bereit. Unter anderem das Theater. Sehr schön. Da freu ich mich. Stellen wir das Theater mal hier vorne hin, dann so. So. Ich denke, so ergibt es mehr Sinn tatsächlich. Oh, ich habe kein Geld dafür. Doch, jetzt schon. Und es hat sich natürlich gelohnt. Wunderbar. Ja, wir brauchen noch ein paar Ziegelsteinchen. Können wir einen Angriff auf Grace Bonnet wagen? Wir brauchen noch. Wie viel Ziegelstein brauchen wir? Wieso? Dem fehlt eine Schule. Ungebildetes Pack hier schon wieder. Ohne Marmor kann ich den Leuchtturm nicht instand setzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 brauchen wir. Damit sind es noch 4. Einer braucht 3, das heißt 12 Tonnen Steine brauchen wir. 9. Jetzt noch 6. Ich denke, das war's dann hier, ne? Jo. Und den einen hier noch. Ihre Baumöglichkeiten wurden erweitert. Irgendwas ist ja jetzt hier nicht so 100% bedeckt, oder? Sieh mal! Auf dieser Insel gibt es eine Goldader. Zu dumm, dass Ramirez sein Lager. Zu dumm, ne? Das ist ja wirklich ganz doof, ne? Schnauze. Ein wahren so, wie sieht's jetzt hier aus? Dankeschön. Ein Warenvorrat geht zur Neige. Tabakwaren, ja, das ist okay. Also, nee, okay ist es nicht, aber nachvollziehbar. Dem werden wir jetzt aber mal gezielt entgegenwirken. So. Gezielt entgegengewirkt. Damit sollte Tabak wieder ausreichend vorhanden sein. Alkohol weiß ich noch nicht. Es hält sich aktuell ja erstmal. Stoffe haben wir massivst genug. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ein bisschen Eisen haben wir ja noch. Der Pirat hat sich jetzt irgendwie auch zurückgezogen oder warum greift er meine Schiffe nicht mehr an? Also, ich will jetzt hier nichts raufbeschwören. Ich wollte es nur mal angemerkt haben. Ich brauche unbedingt Marmor, um die Reparatur fortzusetzen. Alles klar. Das ist schön. Der Vulkan auf Ihrer Insel droht auszubrechen. Bringt mir die Giftpflanzen, damit ich Diego del Toros Schlummertrunk herstellen kann. Schlummertrunk ist ja auch ein schönes Wort, ne? Was habt ihr anzubieten? Gut. Wir können los. Dann können wir hier vielleicht ihre... Ja, sehr schön. Dann laden wir nämlich... Nein, hier nicht. Laden wir hier 15 Tonnen, damit wir sie hier ausladen können. So. Da haben wir das gleich noch mit abgefrühstückt. Interessante Stadt hat sie hier aber gebaut, muss man sagen, ne? Hier diese Wachtürme und so. Nett, nett. Es kann sofort losgehen. Okay, das Lager ist offensichtlich voll. Eine Produktion kommt zum Erliegen. 700 Münzen brauchen wir. Kriegen wir doch hin.
Um den Verlust der Liebsten zu verschmerzen, muss ich meine Lippen mit Schokolade schwärzen. Wow. Er ist ein wahrer Virtuose seines Fachs. So. Eine Ware so. Wird knapp. So. Tabakwaren gehen zur Neige. 12 Tonnen, sehr schön. Da freut sich das Volk. So. Sehr schön, das hat gepasst. Bitte liefere mir ein wenig Marmor für den Leuchtturm. Was, wenn ich jetzt einfach Nein sage? Ich sage, will ich nicht? Kein Interesse? Ah, dachte ich mir doch. So, guck mal. Na, der kriegt doch hier auch schon wieder keine Kirche ab. Das ist doch schon wieder... Hallo? Hörst du jetzt mal auf hier? Dankeschön. Der schon, der auch. Gut. Wenn die Kirche abbekommen, dann kriegen sie auch alles andere mit. Deswegen dürfte das passen. So. Ihr dürft auch. Oh, ihr habt ganz schön viel Geld. Was mache ich damit? Genau, forschen. Bum, bada, bum, bum, ha. Ja. 2000 Münzen kostet der Lachs. Ach du Scheiße. Das passt alles. Oh, Nahrung geht zur Neige. Gut, wir haben auch gerade ordentlich aufgerüstet. Das kann durchaus passieren. Aber wir haben ja hier die Bäckerei, die wir bauen können. Ich würde mal sagen, dann reißen wir mal den Kappes hier weg. Was ist denn das, ey? Meine Güte. Eins, zwei, drei, vier. So, das wieder wegmachen hier. Hoppala. Das war so nicht geplant. Hier drehen wollte ich. Na gut, dann halt so. So. Ach, die fahren auch den gleichen Weg zurück. Okay, Kanonengießerei wurde erforscht. Sehr schön, gleich bauen. Sie wird benötigt. Dammit. So, ich hier kein Werkzeug mehr hier unten. Warte auf Anweisung. Fahr nochmal bitte hier hoch. Und, einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Hole mal ein bisschen Werkzeug hier. Also 30 Tonnen sollten ja easy peasy reichen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren. Ohne Marmor kann ich den Leuchtturm nicht instand setzen. Die Nahrung wird gleich weniger werden. Eine Stoffe Produktion müssen wir mal gucken. Tabak müssen wir wahrscheinlich auch nochmal aufrüsten. Alkohol wahrscheinlich auch. Müssen wir gleich mal schauen. Ich habe die Befürchtung, das wird dolle zu wenig werden. Ahoi. So. Mehr als 1000 Einwohner haben sich bereits in ihrer Siedlung angesiedelt. So, Waffen brauchen wir nicht mehr. Kanonen ist jetzt Mode. Warte auf Anweisung. So, und genau das wirst du auch transportieren. Noch zusätzlich. Hm,
Ja, nee, Einheiten, Truppen, was auch immer, können wir jetzt gerade noch nicht machen. Das Leben hier ist besser als auf dem Mars. So, sehr schön, dann können wir die jetzt hier mal wieder ein bisschen abfacken. So, dann Tabak, Alkohol. Mach schnell mit der Flotte. Wir müssen Bonnet erreichen, solange sie das Artefakt noch bei sich trägt. Es wundert mich ehrlich gesagt, dass sie scheinbar so ultra langsam ist. Eigentlich hätte sie schon fünfmal da sein müssen, aber naja. Was nicht ist, ist halt nicht. Da lungert die da einfach rum. Oder ist sie tot? Ja, nee, ich glaube, die ist tot. So, Lampenöl. Verkaufe ich auch die ganze Zeit, ne? Dann Pralinen können wir auch schon machen. Sehr schön. Kakao. Ach, deswegen wird er nicht mehr angegriffen, weil der jetzt hier hinfährt. Raffiniert. Pure Raffitücke. Ich brauche unbedingt Marmor, um die Reparatur fortzusetzen. Wir können los. Ich habe nicht genügend Lampenöl. Nicht genügend Lampenöl. Dinger sind aber halt auch sau teuer, ne? Diese dämlichen Walfänger. Stellen wir erstmal drei kleine Kriegsschiffe rein. Wir sind bereit. Aber sie ist halt immer wieder geil drauf, mit den ne? Giftpflanzen. Der Toro muss endlich vernichtet werden. Vernichtet heißt das immer noch, meine Liebe. So, ich möchte jetzt hier gerne das mal so haben. So. Nahrung dürfte doch eigentlich gar nicht mehr sinken. Ich habe doch hier gerade einen geilen Bäcker hingestellt. Oder? Nö, passt eigentlich. 15 kostet das mehr? Ich dachte, das kostet nicht mehr. Doch, kostet mehr. 5 Taler. Ja gut, 5 Taler, das kann man verkraften. Das kann man verkraften. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja. Verständlich. Bringt jetzt auch nicht so viel, die schlafen zu lassen. Ach du Scheiße. Kann man überlegen. Ist ja alles jetzt nicht so günstig, weil wenn ich die jetzt... Dann fahren die ja direkt durch die Piratenbucht hier durch. Oder ich mache es so. Das wäre wahrscheinlich noch mit die beste Lösung. Für jetzt sofort. Bitte liefere mir ein wenig Marmor für den Leuchtturm. Nein. Schiff fertiggestellt. Pralinen. Fehlen ihm noch, aber... Kriegt er nicht. Die kriegt er nicht. Ungünstig ist das alles tatsächlich ein bisschen. Sieh mal!
Auf dieser Insel gibt es eine Goldader. Können wir irgendwann noch was anderes Teures verkaufen? Wo bleiben die Werkzeug. Giftpflanzen, die zu besorgen ich euch aufgetragen habe? Alkohol. Es kann sofort losgehen. Aber wofür kriege ich denn am meisten hier? Mich plagt so sehr der liebe Brust, da habe ich auf Pralinen Lust. 42, ja gut, dann Tabakwaren, los geht's. Auf der Brücke. Wird so. Hiss die Segel. Schiff fertiggestellt. Oh, sehr schön. Ahoi, Kurs aufnehmen. Ich denke, damit können wir gleich schon mal einen ersten Angriff wagen. Es kann sofort losgehen. Ja, ist okay, ich hab's verstanden, junge Frau. Ich hoffe, ihr seht keinen Anlass zur Beschwerde. Wird ausgeführt. Doch, ich beschwere mich grundsätzlich über alles und jeden. Ganz besonders über dich. Genau, lad mal alles ab. Komm her, dann können wir auch noch gleich ein drittes Schiff bauen. Oder auch nicht. Hey, bleib stehen. Kapitän auf der Brücke. Wird ausgeführt. Ohne Marmor kann ich den Leuchtturm nicht instand setzen. Ja, wir kümmern uns jetzt aber erstmal um den Piraten hier. Das ist das Schiff, das wird jetzt weggeböllert. Einfach weggeknüllert. Hinterhalt. Nicht gut. Alter, was ist denn hier an Schiffen los? Ey, holy shit. Alle Schiffe in Gefechtsstellung. Jeder bekommt, was er verdient. Fakt. Alle beidrehen zum Angriff. So, er ist der Nächste. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, bist du dran. Dran. Na gut, wenn er das sagt, wird es ja wohl stimmen. Ach, schön, dass die Schiffe immer das gleiche angreifen. Ist ja interessant. Du wirst noch mächtigen Ärger bekommen. Das spür ich. Jetzt wird's unangenehm. Nochmal wird dir das nicht gelingen. Das schwör ich. Kapitän auf der Brücke. Dann schwöre du mal. Alter, wie scheißt der denn die Schiffe hier raus? Nochmal wird dir das nicht gelingen. Das schwör ich. Holy shit. Der spammt hier die Schiffe heraus bis zum geht nicht mehr, ey. Warte auf Anweisung. Wird ausgeführt. Na, willst du noch mal? Mach komplett das noch dumm. Mal und ich jag dich über die Planke. Du forderst dein Glück mächtig heraus. Okay, taktischer Rückzug. Holy shit, was war das denn? Edelsteine, Kriegsjunke. Na gut, dann müssen wir das halt machen irgendwie. Aber in Edelsteine komme ich auch erst. Oh, ist das alles nervig. Dann bauen wir bitte hier so ein kleines Handelsschiff. Bauen wir zwei kleine Handelsschiffe. Ich brauche unbedingt Marmor, um die Reparatur fortzusetzen. Wohin geht es? So. Du übernimmst jetzt diese Route. Und dieses Schiff, welches da gleich gebaut wird, holt dann hier von hier hinten Honig. Fährt hier rüber, holt. Wir können los. Nee, das wird nichts. Machen wir jetzt einmal so. Hier, gar kein Problem. Wir können los. Schnapp dir mal bitte ein bisschen. So, sowas in der Richtung hier, ne? Cruisen wir jetzt bitte hierher. Und die chillen jetzt hier erstmal. Dann kommt hier eine Konditorei hin. Die auch erstmal schlafen darf.
Wie steht es um unsere Flotte? Haben wir schon genügend? Schon fast. Fast haben wir genug. Nahezu. Kurz vor fertig. Wir sind bereit. So, dann fährst du von hier nach dort, nach dort, nach dort. Und zwar lädst du hier ein Honig, lädst es hier aus, lädst dann hier ein Kakao und lädst es hier aus. Ist jetzt alles sehr umständlich, aber geht nun mal nicht anders. Ja. Ein Fischer hat keine Arbeit mehr. Das ist ja ganz und gar schrecklich. Der Vulkan auf ihrer Insel wird aktiv. Bricht er jetzt aus? Schade, ich kriege in diesem Postkartenmodus leider kein schönes Bild mit dem Vulkan hin. Bedauerlich. Aber gut, er hört auch wieder auf zu brodeln. Also keine Gefahr. Wie langweilig. So, du nimmst jetzt hier mal schon mal alle Kanonen mit, die hier rüber geschippert werden sollen. Und Holz können wir mitnehmen, ne? Es kann sofort losgehen. Es kann sofort losgehen. Wohin geht es? Ahoi. So, du nimmst dann jetzt ja mal ein bisschen Stoff mit. Fahrt aufnehmen. Wir kümmern uns dann derweil nochmal um mehr Stoffproduktion. So in etwa. Du gehst da einmal rüber und reißt hier einmal ein bisschen was weg. Damit hier nämlich noch ein so ein Stoffdings hin kann, eine Weberei. Gibt es eigentlich keine Baumwolle oder? Bitte liefere mir ein wenig Marmor für den Leuchtturm. Fällt mir jetzt gerade erst auf, dass es irgendwie keine Baumwolle gibt. So, bitte Arbeiter. Gut, wir haben noch nichts. Alles klar. So, Lampenöl haben wir genug. Bringt mir die Giftpflanzen, damit ich Diego del Toros Schlummertrunk herstellen kann. Ja. Machen wir natürlich noch. Nahrung sieht aber echt nicht gut aus, so. Bläh, meine Maus ist am Abspasten. Und die Batterie. Akku ist fast leer. Müssen wir mal kurz hier wieder anstöpseln. Funkmaus for the win, sage ich dazu nur. Achso, stimmt, das hier wollten wir eigentlich auch nochmal optimieren. So, reiß ab die Hütten hier. Passt schon. So. Kriegen wir vielleicht noch mal ein bisschen Holz hier ran. Ich hätte fast nicht gedacht, dass wir irgendwann mal hier so viel Holz brauchen. Was ist denn hier eigentlich los? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja, ist richtig. Wir sind bereit. Ahoi. So, Stoffe. Kapitän auf der Brücke. Kanonen. Ach, Holz. Ach, Holz haben wir ja noch ein bisschen. Na, okay. Die Flotte ist bereit. Brauchen wir nur noch die Edelsteine. Und jetzt habe ich hier die Fleischproduktion in Gang gesetzt. Jetzt müssen wir die auch erstmal zu Ende bringen hier.
Ja, gut. Also Stoffe steigen, glaube ich. Fragezeichen. Nahrung dürfte jetzt theoretisch wieder steigen. Gut, Waffen brauchen wir bis dato nicht. Brauchten wir bis dato nicht. Ohne Marmor kann ich den Leuchtturm nicht instand setzen. Was kostet denn hier so eine Einheit? 450 Tacken, Alter. Boah. Das hat doch kein Schwein. Aber was wir definitiv haben, ist Geld für sinnlosen Scheiß. So. Huch. So. So, so. Okay, der kommt nicht mehr an den Dorfplatz ran. Das ist natürlich bedauerlich für ihn, nicht für mich. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Ihr habt das Kommando. Alle Schiffe in Gefechtsstellung. Na, okay, hat er Glück gehabt. Hat er Glück gehabt. So, deswegen machen wir auch noch so viel Miese, ne? Hier minus 15. So, hier unten habe ich ja. Gut, das habe ich unschlau gelöst, ja. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So. Ganz vergessen. Also, hier haben wir jeweils 25. Das sind 50. Nochmal 25, nochmal 50 sind 100. Und hier das Ding. 115 kostet uns jetzt die ganze scheiß Schnapspralinen-Produktion. Kapitän auf der Brücke. Ja, dann bringe ich dem Typen da hinten nochmal ein bisschen Alkohol, damit er seine Sorgen ersaufen kann. Wir sind bereit. Beeilt euch mit den Giftpflanzen. Der Toro muss endlich vernichtet werden. Wo bleiben die Giftpflanzen, die zu besorgen ich euch aufgetragen habe? Weg. Sie bleiben weg. Ich brauche unbedingt Marmor, um die Reparatur fortzusetzen. Ach echt? Sag das drauf. Hättest du früher was gesagt, hätte ich dir schon lange helfen können. Entschuldigt, sollte ich nicht das Richtige für euch haben. Genau, Pralinen sollten hier ja hergestellt werden. So. So, dann müssen wir erstmal ein paar Leute einziehen. Sieh mal, stimmt ja. Auf dieser Insel gibt es eine Gold. Ach, Fischgrund ist leer. Das ist natürlich bedauerlich. Ruhe in Frieden, lieber Fischer. Du hast ja deine Pension wirklich verdient. Ahoi. Wohin geht es? Wir können los. Endlich Kakao. Na dann, fangen wir an zu produzieren, mein Guter. So können wir eigentlich hier mal ein paar Sachen erforschen, ja? Ach, das hier fehlt ja auch noch. Jons Foyesen. Das können wir uns aber auch mal gönnen, weil die 2000, die haben wir gerade über. Erforschung so. Als Spezialaktion abgeschlossen. Du darfst dann auch mal weiterarbeiten, weil ich glaube, das ist
Ne, da haben wir noch massiv von. Also schlaf ruhig. Pralinen. Pralinen werden schon gut gesnackt, habe ich das Gefühl. Wo bist du? Route 3. Okay, du bist Route 3. Das ist okay. Das heißt, die Pralinen dürften ja demnächst einmarschieren. Die Kakaobohnen. Bitte liefere mir ein wenig Marmor für den Leuchtturm. Nein. Wohin geht es? Mit einer Handvoll Junken können wir einen Angriff auf Gracewood. Wir sind bereit. Das Gefühl, diese eine Pralinenmacherei reicht tatsächlich nicht. Aber das Verhältnis 2 zu 2 zu 1, das passt schon. Würde ich sagen. Erforschung eines neuen Gebäudes abgeschlossen. Das ist sehr gut. Okay, wir brauchen nur fix 4 Tonnen Werkzeuge, dann können wir das hier mal pimpen. Top. Damit hätten wir auch kein Problem mehr mit dem Eisen. Mit dem Pralinen, das läuft tatsächlich nicht so gut. Da müssen wir wohl die Produktion echt mal verdoppeln. Da müssen wir aber, glaube ich, das mal allgemein irgendwie ein bisschen umstrukturieren hier. Das müssen wir hier. Du. Nein. Wir sind bereit. Du. Lässt mal bitte. Kann ich immer nur das letzte löschen? Was ist das denn für ein Scheiß? So. Dann fährst du jetzt halt bitte einmal nur diese Route. Bin ja mal gespannt. Nein, das ist eine super doofe Idee, durch die Piraten durchzufahren. Ohne Marmor kann ich den Leuchtturm nicht instand setzen. Das dürfte hoffentlich funktionieren. Wir können los. So. Wo ist eigentlich mein... Ach, hier, genau. Wenn ich euch irgendwie behilflich sein kann? Nee, du erst recht nicht. Wir können noch mehr kleine Kriegsschiffe bauen. Ist es aber das, was ich möchte? Ich denke eher nicht. Das Ding, ja, das produziert auch noch. Ach so, okay. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Was ist jetzt los? Ach, keine Pralinen mehr, okay. Ich dachte schon, hier fehlt jetzt was Wichtiges. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Brauchen wir unten dann nochmal 2. Was macht ihre Familie eigentlich gerade? Nix. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Entdeckerschief. Unterhaltskosten 30. Ich weiß nicht, könnte bestimmt hilfreich sein. Wohin geht es? Es kann sofort los. Ihr möchtet euch sicher in aller Ruhe umsehen. Ahoi. So, warte mal. Kurs aufnehmen. Ein Kakao. Nee, ein Kakaoschiff haben wir ja. Wir haben ja eins, was Kakao transportiert. Wir können los. Die hier, ne? Nein, die nicht. Ich bin so ein Vollidiot. Habe ich das schon mal gesagt? Handelsschiff, ahoi.
Also ich glaube, ich habe es noch nicht gesagt, dass ich ein Trottel bin, aber spätestens jetzt sollte es ja wohl absolut klar sein. So. Kakao. Und bitte. Warte auf Anweisung. Warte auf Anweisung. 200 Mal daneben klicken gehört auch noch mit dazu, ist wichtig. Wohin geht es? Wohin geht es? Ei, ei. Ei, ei, Captain. Captain. Ich brauche unbedingt Marmor, um die Reparatur Ich brauche unbedingt Marmor, um die Reparatur. Was ich unbedingt brauche, ist Stein hier unten, damit wir noch ein bisschen mehr Kakao hier produzieren können, damit wir noch ein bisschen eskalationieren können. So. So ist es nämlich. Und so und nicht anders. Wir können los. So, viel Spaß bei der Reise. Werkzeug. Natürlich viel Werkzeug. Ist aber nicht so schlimm, ihr dürft ja gleich wieder Einer welches reinkommen. Ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Holzfäller. Okay, Konditorei hier. Das ist alles nicht das Problem, würde ich meinen. So, und natürlich muss hier noch eine neue Konditorei hin. In der Hoffnung, dass es jetzt passt, hier können wir auch mal wieder die arbeiten lassen. Ansonsten passt alles soweit. Wir können hier hinten nochmal das Erbe der Fischer nochmal aufleben lassen. Da, bring die Kinder herbei. So, komm. Pralinen sind am Stissel. Einige Kaufleute sind in ihrer Stadt sesshaft geworden. Wundervoll. Diese Kaufleute können auch gleich glücklich sein. Komm her. Können gleich noch ein paar mehr werden. Gut, für mehr fehlt mir jetzt gerade die Ressourcen, deswegen wird es diese gerade mal ein bisschen eingestellt. So. Ahoi, Fahrt aufnehmen. Neue Gebäude stehen zum Bau bereit. Sehr gut. Dann können wir jetzt anfangen, Marmor zu bauen hier. Wo wir jetzt natürlich keine Steine mehr für haben, aber nicht so schlimm, wir können auch anfangen, Juwelen abzuschöpfen. Bitte liefere mir ein wenig Marmor für den Leuchtturm. Na. Eine Tonne Werkzeug. Danke. So. Juwelen. Warte auf Anweisung. Ach, du bist's. Kommt schon, Alter. 2 Tonnen Werkzeug. Danke. So, Juwelen. Edelsteinmine, was auch immer. Universität brauchen wir nicht. Große Schiffswerft, ne, brauchen wir nicht. Hier haben wir jetzt endlich Marmor. Können natürlich hier auch mal das ein bisschen. Hoppala, das wollte ich nicht. So. Ein bisschen platzoptimierter jetzt vonstatten gehen lassen. Indem wir den Dude hier hinstellen. So. Hm.
Meisterbrief gönnen wir noch. Sehr schön. Der Vulkan auf ihrer Insel wird aktiv. Ach, wird er das, ja? Zum Teufel mit dir! Auch schon abgeschossen. Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Ja. Mach schnell mit der Flotte. Wir müssen Boni erreichen, solange sie. So, jetzt kümmern wir uns erstmal um das hier, genau. Ein Warenvorrat geht zur Neige. Genau. 15 Tonnen Lampenöl, Lehm braucht er dann noch. Lehm war es auch nicht. Ohne Marmor kann ich den Leuchtturm nicht instand setzen. Brauche echt eine Uni? Krass. Hätte ich ja nicht gedacht, dass wir da tatsächlich eine Uni hier für irgendwas brauchen. Wollen sie aber nicht zwangsweise haben. Deswegen können wir die Uni doch auch bestimmt hier unten hinstellen. Oder so. So ist gut. Sie haben nun die Möglichkeit zu forschen. Geil. Sieh mal. Auf dieser Insel gibt es eine Goldader. Kapitän auf der Brücke. Ist unglaublich. Okay, das passt scheinbar. Da fällt mir auch gerade auf, da ist ein kleiner Logistikfehler. So dürfte das doch viel besser gehen. Warte auf Anweisung. Ich will jetzt hier noch diese scheiß Pralinen an den freundlichen Kerl weiter wegbringen. Das war's, was ich sagen wollte. Na komm. Mit euch jetzt los. Scheißt euch mal nicht ins Hemd, Leute. Ich brauche nur noch eine Praline. Komm, das kriegt er ja wohl irgendwie hin. Dankeschön. Kurs aufnehmen. Hiss die Segel. Hiss die Segel. Ich hätte Verwendung für jemanden. Ihr gefällt mir. Danke, danke. Hat sich das Handeln also gelohnt. Tragt euer Anliegen vor. Erstmal nicht. Erstmal kriegt jetzt hier. Ich brauche unbedingt Marmor, um die Reparatur vorzunehmen. Er hier seine Pralinen. Kommt zum Erliegen. Habt ihr meinen Ruf vernommen und seid mit Naschwerk hergekommen? Seid bedankt. Nehmt diesen Marmor. Mein Herz ist gleichermaßen versteinert. Das ist ja traurig. Aber schön, dass wir direkt den Marmor bekommen, um hier jetzt den Turm noch reparieren zu können. Den leuchtenden Turm. Ein Warenvorrat geht zur Neige. Pralinen. Ja, es ist zur Neige gehen ist jetzt schon fast zu viel gesagt, würde ich meinen. Was können wir eigentlich sonst noch erforschen? ABC. Dolmetscher. Handelspreise bei fremden Völkern gesenkt. Verkürzte Ausbildungsdauer von Truppenverbänden. Mhm. Beschleunigt den Bau von Schiffen in allen Werften. Bringst du mir den Marmor für die Reparatur des Leuchtturms? Erhöht Ladekapazität eigener Schiffe. Geschwindigkeit eigener Schiffe. Trefferpunkte eigener Schiffe. Züchtet Pferde für die Kavallerie. Ermöglicht die Ausbildung von Dragonern. Ermöglicht Trefferpunkte, erhöht die Trefferpunkte von Mauern. Trefferpunkte von Dragonern. Ermöglicht das Plündern gegnerischer Gebäude mit Hilfe einiger eigener Truppen. Okay, interessant. Ermöglicht den Bau von Haubitzen.
Ja. Ausgezeichnet. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Kapitän auf der Brücke. Fahrt aufnehmen. Gut, ich denke, wir haben einiges geschafft jetzt. Wir haben hier unsere kleine nette Siedlung. Können wir eigentlich nochmal hier... Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So. Und dann würde ich sagen, haben wir eigentlich alles erstmal. Achso, ja, ihr braucht noch ihre komischen Pflanzen. Die holen wir uns aber gleich als nächstes. Aber dafür müssen wir ja, wie gesagt, hier erstmal den Piratenblatt machen. Dann brauchen wir noch das Gold. Und das Gold brauchen wir ja, um die Schiffe bauen zu können. Brauchen wir immer die Gold brauchen. Naja, gut. In dem Sinne möchte ich mich fürs Dabeisein bedanken, fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und gehabt euch wohl, wertes Volk.